Ach ja, hier waren wir. Guck mal, Kaya, meine dicke Katze. Der ist aus der Form geraten. Ja, die habe ich durch Luna das letzte Mal gekriegt. Luna war so freundlich und hat sie mir geschenkt. So, wegen vorhin, bitte beanspruche deine Knie nicht mit starken Kniebeugen. Erst dran gewöhnen. Keine Angst. Ich mache ja fast täglich. Ich dachte, das wäre so ein Meerschweinchen. Nee, aber ich mache tatsächlich fast täglich hier meine Übung. Also alles Paletti. So, darauf einige ich mich jetzt. Das ist besser. So. Ich will nicht, das geht in die Hose. Ich weiß, dass es in die Hose geht. Das ging beim letzten Mal schon in die Hose. Huch. Ging beim letzten Mal schon in die Hose. Das heißt sogar dicke Katze. Ja, ist das nicht geil? Eine dicke Katze, die dick ist. Ist doch mega. Das geht noch größer mit dem Ding. Ja, stimmt. So, das Ding hatten wir beim letzten Mal. So, und diesmal nicht sterben. Also eigentlich geht es nur darum, dass wir bei der letzten Phase Millisekunden gegen Ende des Kampfes, dass wir da nicht in die Kreise treten. Wenn wir da in die Kreise treten, ist Sensor. Warte, wo ist der Kleriker davon? Da. Nee, das ist der. Okay, wir kümmern uns erstmal um den. Erstmal um den Hexer. In Hoffnung. So. Und jetzt um den Heiler. Okay, der Heiler ist tot. Sehr gut. Hast du Gerard platt? Nee, Gerard meine ich nicht platt. Ich versuche hier komische anderen Viecher hier zu erledigen. So. Und nicht in die Kreise treten gleich. Alles. Aber nicht in die Kreise treten. Raus da. Raus da. Ich werde jetzt auch gerade keine großartigen Fähigkeiten verwenden. Weil ich zusehen muss, dass ich hier nirgendwo reintrete.
Ja, diesmal haben wir es geschafft. Jawohl, ja. Sehr schön, ja. Endlich. Beim letzten Mal haben wir 2 oder 3 Versuche gebraucht. Aber ich glaube, das lag auch mit meiner Müdigkeit da. Beim letzten Mal am Sonntag. Da war ich ja schon relativ K.O. um 2 Uhr, glaube ich. Und ich dachte, du hättest nur Augen für mich. Und gefällt. In die Kiste der Pfeil. Ja, ich werde. Nein, wirst du nicht. So. Lucien Bericht erstatten. Das heißt, wahrscheinlich einmal Rückführung, ne? Und zurück zur Waldläufer-Gilde. Und es lädt sich schon wieder tot. Ja, jetzt. Wunderbärchen. In die Richtung. Wird jetzt Vollgas gespielt. Nein. Sagt mir aber auch mal so gar nichts. Und wird jetzt vorher gespielt? Nein. Eieieiei. Und jetzt eine Kulturbahnase. Nein! Sag mal. Daddel, willst du mich ärgern? Nachdem ich so schöne Kniebeugen für dich gemacht habe. Ey, das ist ja wie, sind wir schon da? Sind wir schon da? Und sind wir jetzt da? Sind wir schon da? Sind wir da? Sind wir schon da? Ah, ich bin erleichtert, dich unverletzt zu sehen. Wenn du deine Kameraden nicht unterstützt hättest, wäre Pava immer noch auf freiem Fuß. Du hast all unsere Lehren verinnerlicht und auch noch deinen Gildengenossen zu einer neuen Sichtweise verholfen. Für so viel Eifer werde ich dir eine neue Technik beibringen. Sie heißt Beißender Wind. Zusätzlich zu dem Schaden, den ein Fall anrichtet, wird dein Gegner auch fortwährend durch das Element Wind geschwächt. Die Technik wird dir sicher von großem Nutzen sein. Alle Waldläufer gehen den unwegsamen Pfad entlang, den du gerade beschreitest. Er führt über viele, oft schmerzvolle Erkenntnisse zu immer größeren Perfektionen. In Zeiten wie diesen verlieren wir alle manchmal die Orientierung. Aber auch wenn das passiert, wirst du bei uns immer Hilfe und Beistand finden. Trau deinen Augen, wir werden dich nicht in die Irre leiten. Ach, und ich darf mir was Neues aussuchen. Na, sind wir schon wahnsinnig? Sind wir schon wahnsinnig? Nein, wir spielen nicht vorher. Nein, nein, nein und nochmals nein. Beißender Wind. Warum nicht? Weil wir Final Fantasy 14 spielen. Und ich Frogger nicht besitze. Ah, Mann. Hm.
Warum spielen wir FF14? Weil es angekündigt war. Und weil ich Bock drauf habe. Und andere hoffentlich auch Bock drauf haben. Und ich Frogger nicht besitze. Ballade der Weisen. Badenkristall. Wer hat das angekündigt? Ich? So, dann ich werde aber auch mal so langsam Richtung Bett gehen. Ich wünsche mal viel Spaß beim Stream und später eine gute Nacht. War wie immer ein toller Stream. Danke dafür. Sehr gerne. Und vielen lieben Dank, dass du da warst, Kaya. Und auch vielen lieben Dank nochmal für deinen Sub. Und ja. Viel Spaß mit dem Emote noch in Zukunft. Danke für den tollen Support. Hallo, schön dich zu sehen. Ich würde mich gerne in Ruhe mit dir unterhalten, aber wir sind ganz schön in Aufruhr. Es wurde schon wieder ein Kriegsballon der Ixai gesichtet. Der Anblick der Ixai erinnert uns immer schmerzlich an die Hochlandschlacht. Eine Schlacht, oder besser eine Tragödie, die sich zur gleichen Jahreszeit wie jetzt auf dem zentralen Hochland von Coertas abspielte. Nofika's Schar musste damals eine herbe Niederlage einstecken. Damit sich diese schrecklichen Schmachen niemals wiederholt, müssen wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Das bedeutet, dass wir uns nicht nur auf die Bedrohung durch das galaische Kaiserreich vorbereiten müssen, sondern auch auf eine mögliche Invasion der Ixai. Wir müssen alle Kräfte mobilisieren. Aber ich will dich nicht zu sehr mit diesen düsteren Geschichten belasten. Es gibt schließlich auch eine erfreuliche Nachricht. Der legendäre Waldläufer, den man den Götterbogen nennt, ist in den Wald der Einkehr zurückgekehrt. Sein eigener Name ist Jehantel. Früher gehörte er zu Nofika's Schar und er war weit und breit der beste Bogenschütze. Es gab keinen besseren Lehrmeister in der Kunst des Bogenschießens. Darüber hinaus war er auch ein begnadeter Bade, der mit seinen Kriegsliedern alle begeisterte und die Soldaten zu ungleichen Taten anspornte. Zu unser aller Bedauern trat Jehantel für ein Jahrzehnt aus Nofika's Schar aus, angeblich um als Bade durch die Lande zu ziehen. Es gibt viele Legenden über die Zeit seiner Wanderschaft und bestimmt hat er viel Gutes bewirkt. Aber trotzdem haben wir ihn schmerzlich vermisst. Nachdem die Nacht über seine Rückkehr die Runde gemacht hat, sind viele von uns zu ihm gegangen, um von dieser lebenden Legende zu lernen. Doch das Wiedersehen mit Jehantel lief anders als erhofft. Bisher hat er alle Anwärter abgelehnt. Zumindest will er sie nicht in der Kunst des Bogenschießens unterrichten, sondern wenn überhaupt nur in der Poesie. Willst du es auch einmal versuchen? Wenn er dir auch keine Tricks mit dem Bogen zeigt, kannst du zumindest die Kriegslieder von ihm lernen. Zurzeit hält er sowohl im Südwald westlich von Mühlenbruch auf. Er ist ein geselliger Zeitgenosse und freut sich sicher über deinen Besuch. Richte ihm bitte schöne Grüße von mir aus. Ehrlich gesagt habe ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass wir ihn doch noch als Lehrmeister gewinnen können. Es wird sicher nicht leicht, aber wenn du ihn überreden könntest, würdest du uns einen großen Dienst erweisen. Viel Glück. Danke, danke, Scheffel. So, gut. Mächtige Melodien. Mühlenbruch, ja komm. Dann auf die Frage antworte ich nicht mehr. Warum nicht? Weil du die Antwort bereits kennst, mein Guter. Weil du die Antwort bereits kennst. Nein, doch. In der Tat kennst du sie. Du willst sie nur nicht wahrhaben. Hui. 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 Ach, da müssen wir hin. Wo ist er? Da ist er. Oho, schon wieder Besuch. Das ist aber nett. Mein Name ist Jehantel. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Auch wenn ich auf meine alten Tage der Ruhe des Waldes immer mehr zu schätzen weiß, freue ich mich sehr über die Gesellschaft junger Leute. Darf ich dir einen Tee anbieten? Dann können wir uns in Ruhe unterhalten und die zauberhafte Natur um uns herum bewundern.
Du siehst nicht wirklich begeistert aus. Du bist wohl nicht wegen der Natur hier, wie? Dann interessierst du dich sicher mehr für die Kunst des Bogenschießens. Doch in dem Fall muss ich dich leider enttäuschen. Ja, ich bin Jähanteil, den man früher den Götterbogen nannte. Doch was in der... was in einem anderen Leben. Ich habe schon vor langer Zeit meinen Bogen zu einer Harfe umgebaut. Seither ziehe ich als Bardo umher und besinge die Wunder der Natur. Aber ich erkenne noch eine gute Bogenschützin, wenn eine vor mir steht. In dir steckt das Potenzial zu einer Meisterschützin. Bedenke dabei jedoch, dass jede Meisterschaft nutzlos ist, ohne wahre innere Größe. Ein gutes Beispiel dafür gibt uns die Balladen, der hochmütige Narr. Im Bogenschießen kann ich dich nicht unterweisen, aber wenn du möchtest, erzähle ich dir etwas über Poesie. In dieser von Krieg und Zerstörung bedrohten Welt gibt es nur wenige, die sich solch vermeintlich müßigen Dingen wie dem Gesang widmen. Doch glaub mir, es ist eine bedeutsame Kunst. Denn dem Meister ist ja nicht klar, dass eine tiefe Beziehung zwischen der Poesie und dem Bogenschießen besteht. Nur wer das begreift, kann die traditionelle Melodie verinnerlichen und ich bin sehr gespannt, ob du dazu in der Lage sein wirst. Ein alter Freund von mir kann dir womöglich dabei helfen. Zumindest ist eine gute Anlaufstelle. Hör zu, östlich von Mühlenbruch lebt ein Mori namens Puknopoki. Gehe zu ihm und sage ihm, dass ich dich geschickt habe. Puknopoki hat ein geübtes Auge für neue Talente. Wenn er in dir Potenzial sieht, dann besteht kein Zweifel mehr, dass du das Zeug zu einer Bardin hast. Ja. Das singe ich jetzt mal nicht. Es reicht, glaube ich, wenn ich das überspringe. Jo, also einmal diesen Weg Richtung hier. Boah, einmal komplett auf die andere Seite. Warte. Dafür rufen wir uns mein Schokomoppel. Das Schokomoppel ist geil. Ich liebe mein Schokomoppel. Vor allem dieses dumme Beilchen. Du weißt, warum ich nicht auf deine Frage geantwortet habe. Ich wiederhole mich nicht. Zumindest nicht gerne. So, jetzt kriegen wir erstmal hier den Deckel voll. Ah ne, die anderen sind wieder abgehauen. Das ist ein ganz schön starkes Gegnerleinchen. Huh. Hallo, Kupo. Kupo? Kupo, 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 Kupo. Schrecklich, Kupo. Wie konnte das so passieren? Kupo, kannst du mich etwa verstehen? Das ist eine seltene Gabe, aber du kommst in einem ungünstigen Moment, Kupo. Sei deshalb bitte so nett und verschwinde. Kupo? Jähanteil schickt dich? Warum hast du das nicht gleich gesagt, Kupo? Du weißt doch wohl, dass Jähanteil kein gewöhnlicher Bade ist, oder? Seine Lieder berühren die Seele, wärmen das Herz und stärken den Geist. Sie übertreiben die Angst und bringen die Hoffnung, und das ist noch längst nicht alles. Erschießt du jetzt Kupo? Nein, ich erschieße Kupo nicht. Ich liebe Kupo. Ich kann doch nicht meinen Mitbewohner oder einen Verwandten meines Mitbewohners hier erschießen. Ne? Das kann ich nicht. Ne? Das würde mir mein Mokri niemals verzeihen. Auch jetzt nicht. Wenn du jetzt das gleiche machst wie bei Frogger, ne? Gehe ich weiterhin nicht drauf ein. Außer bösen Mobs wird keiner erschossen. Nein, nein, nein und nochmals. Seinem Gesang zu lauschen ist für mich wie ein Bad in der Sonne, Kupo. Ich wünschte, Jähanteil würde uns bei
Will bei uns bleiben und täglich für uns singen, Kupo. Er weigert sich, egal wie sehr ich ihn anflehe, dabei hatte er es versprochen, Kupo. Moment mal, Kupo, deine Aura ist eine Resonanz, die nahezu identisch mit der von Jehantal ist. Bei den 12, wenn das wahr ist, könnte sich doch noch alles zum Guten wenden, Kupo. Bei aller Überraschung im Vorder hätte ich beinahe vergessen, in was für einer Bredouille ich stecke, Kupo. Ein Kristall, der für die Badenkunst unbedinglich ist, wurde mir gestohlen. Als ich ein kleines Siegerchen hielt, Kupo. Ich bin gerade noch rechtzeitig aufgewacht, um einen Kohlklauen in den Büschen verschwinden zu sehen, Kupo. Natürlich bin ich sofort hinterhergeeilt, aber ein Baumast hat mich, nun ja, aufgehalten, Kupo. Schnell, Kupo, hinterher, hol den grünen Kristall zurück. Ich vermute, dass die Diebin ihn in der Höhle, dem Rothaufen nördlich von hier, gelagert hat, Kupo. Also, in diesem Weg Richtung. Ja, du lass dich schlapp, ne? Eieiei. Ja, das könnte etwas härter werden. So viele auf einmal habe ich nicht besonders gerne. Nicht sterben, bitte. Wir wollen alles, aber nicht sterben. Okay. Ich hatte jetzt keine Wahl, leider. Nacht, dann kommst du dran. Oh Gott. Aber gut, dass wir jetzt meinen Supertrank endlich ausgerüstet haben. Hier hin. Also sie sind schon relativ stark, die Gegner. Oh ne. Und eine zweite. Oh, und die dritte. Nein, 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 nicht paralysiert sein. Okay, wir sterben. Hier werden wir jetzt tatsächlich mal sterben. Wieder. Ja. ach, siehst du, der Job beginnt erst am... warte. Nee, warte, wir warten mal kurz. Siehst du, der Job beginnt erst am 17.05. Am 8.05. kommt meine Ex-Frau vorbei. Das heißt, Bude aufräumen, auch so richtig. Sowas wie eine Gamerhütte.
Okay. Ja, ich habe hier auch so mein kleines Gummiziel. Ich weiß nicht, werden wir automatisch wiederbelebt oder. Nee, wir müssen tatsächlich uns zurück teleportieren. Ah, okay. Na gut, dann will ich das wahrscheinlich irgendwann anders machen. Mich da jetzt nochmal durchkämpfen. Warte mal, was haben wir denn hier? Dieser Block da am Boden etwas. Das ist doch bestimmt ein kämpfender Begleiter, oder? Ich glaube nicht, nee. Ich meine, es gibt keine kämpfenden. Keine kämpfenden Begleiter. Tito und Spur. Winona, hi, dass du reinschaust. Der Schoko kann kämpfen. Ah, okay, es gibt doch einen kämpfenden Begleiter. Aber schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Gut und dir. Mir auch. Alles super zurzeit. Ich kann also nicht klagen. So ganz ehrlich. Wo war das? Den Spuren des weißen Wolfs. Ein Ohrring. Der Schoko. Das klingt so. Hilfe. Können wir gern machen. Der Moment, wenn einfach hier plötzlich alle herkommen. Was nehme ich immer an? Ah! Nee! Wo muss ich da jetzt nochmal hin? Das hier, Karte. Gut. Ah, da bist du. Tachchen! spielen wir denn gemeinsam Frogger? Ich glaube, Frogger spielen wir eher weniger, würde ich sagen. So, warte mal, wo muss ich jetzt hin? Nee, das war's nicht. Das hier. Das heißt, einmal nach da hinten, ne? Außerdem weiß ich gar nicht, was Frogger ist. Ich kenne Frogger gar nicht. Weißt du, das vorhin schon geschrieben hast, was ähnliches wie das Blaue da eben habe ich bei Star Trek Online, eine Holo-Katze. Echt? Okay, das geht schnell. Das geht sehr schnell. Danke. Ich finde deinen Bogen übrigens immer noch geil. Ganz, ganz ehrlich, dieser Bogen ist der Hammer. Ich will auch. Warte mal. Schon wieder die falsche hier. Ach, einmal nach. Oh, das ist ja diesen Weg Richtung. Das nennt sich anders. Das ist aber sowas wie eine Katze mit Hasenohren. Die putzt und streckt sich einfach süß. Da ist das gut auszusehen im Katzen. Naja, Katzen sind toll.
Ich liebe deine Waffen. Ich liebe deine Waffen. So. Ja, stimmt. Warte. So, Teilchen. Kubo, hast du den grünen Kristall gefunden? Jo, hab ich. Klasse, Kubo, du bist mein Held, Kubo. Kannst du den Kristall bitte zu Jerenthal bringen? Kubo, danke. Und wenn du ihn siehst, grüß ihn bitte von mir. Und richte ihm aus, dass er ein altes Schlitzo ist. Ist aber nicht, ich mich aber trotzdem freue, Kubo. Der Schokobo hat was. Sieht ähnlich aus wie diese roten Schokobos aus Final Fantasy XII. Nur, dass die roten Schokobos damals keine weißen Federspitzen hatten. Danke! Fürs hin und her blättern. Willkommen zurück. Dein Treffen mit Puknopoki ist offensichtlich gut verlaufen, nicht wahr? Du hast eine Nachricht für mich. Ja, unter anderem. Achso, da. Er nennt mich ein altes Schlitzo. Das muss ich wahrscheinlich erklären. Puknopoki und ich kennen uns schon aus der Zeit, als ich zum ersten Mal die Harfe ergriff. Damals gab ich ihm ein Versprechen, das ich bis heute noch nicht erfüllt habe. Genauer gesagt will Puknopoki, dass ich hier bleibe und ihm für ihn singe. Leider kann ich ihm seinen Wunsch noch nicht erfüllen. Es gibt ein Schlachtfeld, das mich ruft, und Kameraden, die ich beschützen muss. Meine Pflichten halten mich davon ab, dauerhaft im Wald der Einkehr zu beleben. Um Puknopoki trotzdem zufriedenzustellen, habe ich mich entschlossen, Schüler auszubilden, damit es mehr Barden gibt, die in diesen Wäldern singen. Natürlich hat der kleine Mokri meine Absicht durchschaut. Er mag zwar etwas pummelig sein, ist aber sicher nicht auf den Kopf gefallen. Mokri ist ein großer Musikliebhaber und Puknopoki hätte dir den Kristall nicht anvertraut, wenn er dir nicht vertrauen würde, in eine große Badin zu werden. Du solltest mir den Kristall bringen, aber nur damit ich dir seine Funktion erkläre. Es ist ein Geschenk für dich. Es ist ein Badenkristall und er enthält die Erinnerung und Melodien legendärer Baden vergangener Tage. Je erfahrener du wirst, umso mehr Erinnerungen werden durch den Kristall in dich wachgerufen. Was deinen Liedern übernatürliche Kraft verleihen wird. Dabei spielt die Verbindung zwischen Bogenschütz und Baden, von der ich sprach, eine wichtige Rolle. Nur wer den Bogen beherrscht, kann auch die Lieder meistern. Der Gedanke mag dich zunächst verwirren, doch schon bald wirst du begreifen, dass sowohl Bögen als auch Harfen Instrumente sind, die von der gleichen Hand gespielt werden. Gehe nun und spüre die Melodien von einst nach. Ich bin mir sicher, dass du Puknopoki kühnste Erwartungen übertreffen wirst. Gehab dich wohl. Sobald du als Baden Waldläufer in Stufe 35 erreicht hast, kannst du von jedem Teil den nächsten Auftrag erhalten. Du kannst nun den Auftrag zum Erlernen von Badenkompositionen bei Simpkin in der Nähe von Miketos Amphitheater in Alt-Kredania erhalten. Okay. Bade freigeschaltet! Juhu! Wie tobt ihr euch mal aus? Mache ich mir jetzt einen Kaffee und würde dann unbedingt noch ein paar Level in HDRU schaffen. Angeblich ist Zauberer eine schwere Klasse. Bis jetzt ist er Pillepalle. Echt? Du spielst einen Zauberer? Du hast einen Jobkristall erhalten. Jobkristalle werden benötigt, um von deiner aktuellen Klasse in einen spezialisierten Job zu wechseln. Jeder Job hat seinen eigenen Kristall, der über das Arsenal ausgerüstet werden kann. Okay. Interessant. Ich werde da wahrscheinlich überhaupt nicht kommen. Warte, das ist wo? Okay, das wäre in Neukredania wieder. Warte, wie funktioniert das jetzt? Nee, das war falsch. Das geht dann hier, ne? Ballade des Weisen. Wenn ich den jetzt wieder ablege, habe ich wieder mein normales
Oh Gott, damit werde ich niemals klarkommen. So. Glückwunsch zum Baden. Ja, danke. Und danke, dass du mir geholfen hast. Vielen lieben Dank. Jetzt ist wieder die Frage, was macht man... Achso, das ist schon wieder in... Limsalominsa. Oh Gott, das bin ich jetzt die Stadt. Das hier war... Tanalan. Da unten. Das ist in Gridania und das ist ebenfalls in Gridania. Gut. Ich würde sagen, ich gehe einmal nach Gridania. Ja. Machen wir die Rückführung. Gott, ist das laut. Wir bin hier erstmal anmusiziert. So, das andere wäre jetzt einmal hier aus diesem lauten Bereich raus. Gott, in diesen Wegrichtung. Also so halb kennt man sich ja schon aus, aber auch nur wirklich so halb. Das mit dem Baden muss ich mir auf jeden Fall dann nochmal in Ruhe angucken. Was hast du für eine Quest? Hinab in die Tiefen. Dame mit Strohhut, ja. Boah, entscheidet euch doch mal, wo ich hin soll. Da was in der Nähe? Viehtheater oder... Huch! Was? Dieser Moped für den Ball ab, irgendwas kriegt. Der Gott. So, warte mal. Nee. Ich bin einfach mal so komplett reizüberflutet hier. Wünscheltunika. Sieht okay geil aus. Warte, was war das noch?